Schwerelosen, diverse Pole. Ich fleh nicht um Erklärung, um das Universum zu verstehen oder um als Kontroversum der Bewertung zu entgehen. Man braucht sich nur auf diese Erde, um zu sehen, wenn man das Wahre sucht. Oft verschlingt die Datenflut das ganze Hab und Gut. Doch wenn ein ernster Grund besteht, erlangt doch noch ein Hasenfuß mit einem Atemzug den Wagemut und stellt sich tut den Scham und Fluch. Hingegen der Moral wird verstehen zum Mordsqual. Nur die Wortwahl öffnet das Portal ins Auge des Orkans, aus dem der Geist sich erhebt. Im Mentales wären kein weiten Planet. Es ist ein steiniger Weg, doch wer die Reise versteht und zur Besinnung fand, erkennt, dass Yin und Yang eine Verbindung haben. Denn sie fließen vereint in die Tiefen des Seins. Und ganz egal, bewerte es im transmentalen Kerker, wird man krank, besser als Wörter. Hört man nur den Klang des Schwerter bis zur Eskalation. Wobei der Evolution Gemäuer hinter der Stirn anreißen. Jenseits zum Einfluss der Tierkreiszeichen. Es gibt mindestens einen Grund, den inneren Schweinehund mal rauszulassen, nicht nur zur Verteidigung. Den Geistig loszulassen, doch das Richtige tun. Macht einen Schwere los und gegen Gift immun. Ja. Mit der Frage nach Antwort fanden wir mehr als Trost. Wir schreiben Zeilen und zeigen geistigen Gegenstoß. Auf des Sensemanns Feldern werden die Ehren groß. Doch wir entschwinden, denn wir sind schwerelos. Mit der Frage nach Antwort fanden wir mehr als Trost. Wir schreiben Zeilen und zeigen den geistigen Gegenstoß. Auf des Sensemanns Feldern werden die Ehren groß. Doch wir entschwinden, denn wir sind schwerelos. Ich entferne mich von Dichtern, die trotz Strophen schwiegen, sich fürs Lob bekriegen und wach im Koma liegen. Nun nehme ich Abschied von Fesseln, die am Boden hielten. Konnte mich befreit im Schlaflied des Mondes liegen. Jetzt eben war mein Wesen klar, da ich ein Ergebnis sah auf meinem Lebenspfad. Ein Schicksal, das leitet von jetzt an nur Trugschluss. Friedvoll schlummert mein Dasein im Schoße der Zukunft. Ich bündel Gedanken, kann sie nach draußen schicken. Erfüllung wird zum Puzzlespiel aus einzelnen Augenblicken. Ich fühl mich ausgeglichen, Emotionen schweigen. Entweich gewohntem Treiben, nur um mich selbst zu bleiben. Das Gewicht verlässt mich, endlich siegt Erkenntnis. Undeutbares im Gedächtnis, erscheint verständlich. Schöpfe mit bloßen Händen Kraft aus blühender Flora. Entreiße mich Ketten und laufe fort wie Prosa. Mit der Frage nach Antwort fanden wir mehr als Trost. Wir schreiben Zeilen und zeigen den geistigen Gegenstoß. Auf des Sensemannsfeldern werden die Ehren groß. Doch wir entschwinden, denn wir sind schwerelos. Mit der Frage nach Antwort fanden wir mehr als Trost. Wir schreiben Zeilen und zeigen geistigen Gegenstoß. Auf des Sensemanns Feldern werden die Ehren groß. Doch wir entschwinden, denn wir sind schwerelos. Du verfällst im Teufel, wenn du dich nur selbst verleugnest. In der Welt von heute hält man die Gedanken gefangen. Man hat das kranke Verlangen, hinter den Schranken zu handeln, die das Ganze verwandeln in uraltes Verhalten. Es gibt nichts, was uns leitet. Wir leiten den Stift und bilden Inspiration für eure Reisen in sich. All die Schattengestalten erkennen inneres Licht. Es gibt kein Ausweichen, da Gewissen immer trifft. Wenn die Ideen dem Körper entweichen, entgeht man der Störung von Reizen, welche die Verschwörung anleiten in mentalen Örtlichkeiten, welche wir durch Wörter zeigen, wenn wir auf dem Boden bleiben und dem Geist nach oben steigen. Wir formen stetig Harmonie aus unseren Stärken und Schwächen. Lernen nicht erst im Kerker, Freiheitswerte zu schätzen. Haben uns losgesagt von Hass, Neid, Miss und Ungunst. Steigen aus Schubladen und definieren uns durch uns.